Hey, yo zusammen und willkommen zum Herr der Ringe, die Schlacht mit Leere 2, Aufstieg des Sechsten Königs, Community Clash. Schaue ich nur gerade, ob auch alles so funktioniert, wie es soll. Sieht ganz gut aus. Ich denke mal, dass ich jetzt noch gleich joinen werde, dem Discord-Channel. Das machen wir noch aus. Karten, die heute gespielt werden, sind Belfalas, Forlindon, Schicksalsberg und Minas Und da werden wir mal gucken, was und wie, ne? Schauen wir mal. Hallöchen. Ja, guten Tag. Dich hat man auch schon lange nicht mehr gehört. Das stimmt. Aber dafür könnt ihr mich jetzt dann hören und die nächsten paar Wochen. Ich habe ganz viel aufgenommen. Oh, das freut mich. Also die nächsten 2 Monate solltet ihr jetzt schon versorgt sein. Finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Ich habe mir übrigens ein paar Gedanken gemacht. Oh je. Und zwar das erste, du spielst zurzeit ziemlich oft Minas Morgul bei der KI, ne? Ja. Hallo, ich bin Und auch noch gekommen. ah, das Merkmal ist auch noch da. Und ich weiß es ja nicht, aber ich finde es jetzt leicht unnötig, 50.000 Türme da zu bauen. Das wären 5 Saurons oder so, ne? Also. Ja, Weiß ich halt nicht, ne? Du brauchst halt immer so 10.000 Türme. Also. wenn die KI da immer bis da hinten reinrennt, dann sind die Türme ganz gut. Ja, das Sie stimmt. wird Aber mich schon, oder? ich find's halt immer lustig. Baust einen Turm, Jamasch hast kein Geld, kaum hast du ein bisschen Geld, baust zwei Türme, Jamasch wieder rum, dass du kein Geld hast. Ja, aber die Türme haben ja teilweise schon echt Schlachten gewonnen gegen die KI. Also wenn ich da an Dol Guldur denke, Ja, da haben klar. die Türme teilweise mir echt, ohne Wehrsherr hätte ich halt manche Schlachten verloren. Und da ich Ja, klar. so wenig Länder habe, denke ich mir halt oft dann, komm, alles rausschmeißen, was geht. Weil wenn ich Minas Morgul verliere, dann ist der Run vorbei. Dann Ja, muss das ich alles Mommel machen. stimmt. Nee, Ich habe aber. gehört, ein Turmstart ist gut. Oh ja, Super. Doppelturmstart, das ist super. Und ich habe mir noch was überlegt, und zwar, ihr habt doch letztens, also ich war ja bei den letzten CCs hier nicht dabei. Ja. Und da haben sich alle Seiten immer so über Lecks beschwert. So, und bin jetzt mal hergegangen, habe mir das jetzt mal genau angeguckt von allen Seiten, bin da bloß 5-mal hin und her gesprungen. Die Sekunden teilweise bei den Unterschied ist so 1 bis 2 Sekunden, was im Normalfall eigentlich auch normal ist bei dem alten Ja. Spiel leider. Das Ja. ist leider normal. Da kann weder der eine noch der andere was dafür. Das funktioniert eigentlich, ja, nicht mal, ich glaube, also wenn beide, glaube ich, 100.000er Leitung haben, geht's gerade noch so. Ja. Nee, genau. Was ich sagen will, mir ist jetzt was durch den Kopf gegangen. Und zwar, wir spielen jetzt 4 Schlachten, ne? Ja. Richtig, hab, genau. So, um Lecks zu vermeiden, hätte ich jetzt vorgeschlagen, dass wenn zwei spielen, dass der dritte von uns das Spiel hostet. Weil dann haben nämlich beide Ja. Seiten 1 bis 2 Sekunden Delay. Und das Okay, ist dann einfach nur wieder fair. das klingt gut. Weil ich habe eine 50er-Leitung, das ist, Habe ich das auch, sollte ja. eigentlich, das sollte eigentlich gut, das reicht im Normalfall Ja. auch. Aber egal wie gut deine Leitung ist, die anderen Spieler, die mit dir reinschauen, haben immer 1 bis 2 Sekunden. Das ist normal, da kannst du auch nichts rütteln, das ist normal, ne? Ja, es ist Und, zwar unspielbar, aber gut. Nee, aber die Idee gefällt mir. also Kann man unspielbar machen. finde ich das nicht. Ja, Also also eine unspielbar ist es nicht, Sekunde, aber. also wenn du gegen Reiter kämpfst und du hast eine Sekunde Ja, da merkst Delay, du es, ja, so, da merkst das du es. ist halt broken wie noch was. Das ist so Ja. nervig. Letztens habe ich Also. den 202er im V8 ausprobiert gegen einen random Typen. War auch ein gutes Spiel, aber ich hatte halt über eine Sekunde Delay und seine Reiter, ganz im Ja, Ernst, zum Kotzen. Es ist ja. Aber echt schlimm. es ist nur broken, wenn einer kein Delay hat und der andere schon Delay hat. Während wenn beide Delay Ja. haben, dann ist es ja ausgeglichen, weil dann kann Eben, der das Reiter eben. auch Und nicht das ist ja das, an. zum Beispiel, wenn ihr zwei jetzt spielt und ich hoste das Spiel, habt ihr beide 1 bis 2 Sekunden Delay, dann ist es wie Ja, normal. ja. Nee, das finde ich gut. Aber da muss halt dann einer da sein, der das hosten kann. Genau, also heute wären wir zu dritt, das Das geht, Problem ne? ist halt, wenn du hostest, kannst du mega viele Tipps geben.
Nee, deswegen gehe ich raus aus dem Sprachraum. Ich gehe raus aus dem Sprachraum. Und, ich meine, wenn, also ich glaube schon, dass man sich so weit vertrauen könnte, dass man sollte jetzt halt nicht cheatet. Sollte man eigentlich, ja, sollte man. Ich meine. Also ja. Ich werde auch rausgehen, ne? Also. Also derjenige sollte dann hier aussehen. Oder wir bleiben einfach zu dritt im Voice-Chat und Trash-Talken uns gegenseitig. Nee, ich muss mich da schon konzentrieren. Ich will sie auch kommentieren, was ich mache. Ja, sicher. Wie ist es, wenn du hostest und wir joinen, du gehst dann raus, wechselt der Host dann auf jemand anderen über schon, ne? Nein, hat das Spiel verlassen und alle fliegen raus. Also, bei was meinst du jetzt? Im Spiel selber? Sowohl als auch, in der Lobby als auch im Spiel. Also im Game Ranger übernimmt dann jemand anders die Lobby und im Spiel ist es so, ich glaube, das macht keinen Unterschied, ihr habt dann trotzdem noch dieselben Lags. Also weil dann wäre es halt, das wäre halt die beste Alternative. Also ich weiß es nicht, ob der Host dass dann du halt, dass du halt, bringt. Dass du halt hostest, also ich würde es gerne mal ausprobieren, dass du jetzt zum Beispiel, wenn wir Ach spielen, so, hostest, bist halt Beobachter und gehst sofort raus, sobald das Spiel startet. Keine Ahnung, ob dann ein anderer Host, man kann es zumindest mal ausprobieren. Zumindest habe ich sonst immer Delay, wenn es einen Observer hat und der dann rausgeht, dann habe ich immer Delay. Ja, das ja, also auch. Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht, weil ich glaube, so weit ist das Spiel nicht programmiert. Das Spiel ist noch nie so alt. Nicht so neu, ne? Es ist halt, ich weiß halt nicht, wie das da mit dem Lag ist, keine Ahnung. Weil wenn du raus bist, dann bist du ja eigentlich raus. Also keine Ahnung, wer dann, wie es läuft, aber ja. Nee, ich würde sagen, wir machen es einfach so, dass wir halt aus dem Sprachraum rausgehen. Das ist eigentlich das Beste. Ich kann es halt nicht überprüfen, das ist halt das Ding. Also ich kann nicht gucken, ob ihr dann draußen... Ja, vertrau uns halt. Ja, werde ich dann müssen, was anderes geht nicht. Wenn ich dann aber sehe, dass ihr jeden Dings countert, dann gibt's Ärger. Ja, dann gibt's Ärger, Das finde ich heraus. Wenn dann plötzlich immer perfekt Einheiten rumstehen oder jede Strategie gekontert wird, dann gibt's Ärger. Du kannst doch Folgendes machen. Du kannst auf seinen Namen gehen oder auf meinen Namen und ihn so weit muten und stumm schalten. Dann können wir also gar nicht rechnen. Ja, nee, komm, so mies muss ich auch nicht sein. Ich vertraue ich da jetzt schon und passt schon. Ja. Ich denk, also, wer will anfangen? Was naja, das kommt auf die Maps drauf an, was ihr jetzt spielen wollt. Wir spielen über Hamachi, nehme ich an. Ja, weil Game Ranger mit 2.0.1 funktioniert aktuell nicht. Das war das Ding. Ja, der 202er mit V8 auf Game Ranger funktioniert, das habe ich getestet. Also sobald ihr euch den holt, kann man 202 spielen auf Game Ranger. Das hat bessere Verbindung, ist besser gebalanced, macht mehr Spaß. Ist auf jeden Fall eine gute Sache. Oder einfach Edan spielen. Nee, da dauern die Schlachten zu lang. Da täten wir bis 10 Uhr abends hocken oder noch länger. Naja. Ja gut, Edan ist darauf ausgelegt, dass Schlachten relativ. Ich finde es ja auch cool, aber es ist halt. Das Ding ist einfach. Die Schlachten dauern deswegen so lange, weil halt die Einheiten viel Leben haben und wenig Schaden machen. Das heißt, du kannst viel besser microen. Ja. Du kannst, weil mir ist, also, das ist bei allen ADH-Sachen, die ich gucke, bei dir sehe ich es halt gerade am meisten, ne? Du schickst Q an, also du machst halt Angriffsbefehl, gehst durch deine Base, baust überall deine Kasernen, ne? Eine Einheit und wenn du wieder zurück bist, ist die Schlacht vorbei. Ja. Da hat entweder du verloren oder der eine hat gewonnen, oder halt eben, ne? Ja. Aber einer verloren oder der andere gewonnen. Und bei Edain ist es halt so, ne, du kannst die Schlacht angucken, ne, kannst schon Kaffee trinken, kannst dann in die Base, kannst dann nochmal in Ruhe alles ausbilden, überlegst noch 5 Minuten, was du machst, gehst wieder zurück, kämpfen immer noch. Ja. Also jetzt übertrieben gesagt, aber so ist es halt eigentlich. Ja, aber auch nicht mehr, würde ich sagen. Und das ganze Spiel dauert in Edain auch nicht länger als in ADH. Ja gut, du spielst aber auch nicht original 441, ne? Ja, aber auch. Du spielst die ganzen Fixes, wo das natürlich etwas anders ist. Gut, aber wie wär's, wenn wir zu ADH zurückkehren und mal anfangen? Finde ich gut. Da wird einer hier umgehen. Ja, genau. Ja, also wir haben heute eine Festungsschlacht, ansonsten 3 normale Schlachten. Eine Festungsschlacht? Ja, ihr dürft nur das Tier belagern. Was wir dürfen? Ihr dürft nur das Tier zusammen machen. Nö. Oh, dann ja. Wie ihr wollt. Hä? Ansonsten, also freie Plätze werden ansonsten mit KIs aufgefüllt. Ja, ey, komm, zu zweit, ganz ehrlich. Oh Gott. Merkel, was sind wir zu zweit? Ja, hey. Oh Gott, mit dir, oh Gott. Ja, von mir aus. wenn du solche Verbündete hast, brauchst du keine Feinde mehr. Ja. Du sicher.
Ja, okay, wollen wir damit anfangen oder? Wie ihr wollt. Keine Ahnung, jetzt ist wohl. Ich hab extra auf meinem Server für dich eine Rolle eingerichtet, ne? Ja, danke. Das ist, jetzt nimm das mir mal zu Herzen und bedanke dich doch auch mal dafür, du Danke undankbarer schön Sack. mal. Ja, gut. Alex, vor dem musst du dich, das ist einer, der nimmt, aber gibt nicht, ne? Ah, Denn okay. da musst du ganz vorsichtig sein, das Ja, ist. Gollum halt, ne? Kennt man ja. So. Ja. Einer im Grundschule, den gibst du 2 € für ein Eis und kriegst du nie wieder zurück. Auf jeden Fall. So, du müsstest noch der Lobby joinen. Ja, Ja, ich wenn starte. ihr anfangen wollt mit Minus Tiere, wie gesagt, steht euch frei. Ihr könnt So, auch erst die Grafik anderen steht Dings. auf. So. Ja gut, bei Minas Tirith haben wir jetzt das Problem, dass. Ja, okay, gut, ja. Okay. Was ist denn da gut? Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Also ihr kriegt auf jeden Fall noch eine schwere KI dazu und ich werde definitiv Punkte ausgeben, weil das tue ich mir nicht auf normal an. Ich glaube, ich würde dann nämlich Punkte ausgeben, um euch 15% Handicap drauf zu ballern. 15% Handicap. Was ist denn das Maximum, was wir ausgeben können? Jetzt kommt's. Was? Eigene Helden. Wie das Maximum? Ach so, das ihr ausgeben könnt. Ja. Handicap 10%, das könnt ihr euch leisten. Oh man, amazing. Startgeld auf 750 oder auf 2000 setzen oder auf Ja, gut. 2500. Das wird weder nichts bringen, weil das den Festungsspieler nicht beeinflusst. Das ist da geregelt, dass du 2,5 kriegst am Anfang eigentlich. Ja, ist halt Festung. Ja, im Grunde war es das auch schon. Weil ihr könnt die Also, Ringhelden ausschalten und ihr könnt euch einen ne, freien Startpunkt noch kaufen. Aber das ist ja auch egal. also, warte mal. Du gibst uns 15, wir könnten 10. Ja, dann wird's auch Smergon, 5. denkst du, wenn wir jetzt uns ihm nur 5% gehen, haben wir 10% schwächer. Denkst du, wir kriegen es hin? Und wenn dir das Spaß macht, nur zu. Ja, das heißt Ich hier blick da Spaß. nicht durch. Nee, egal, mach was du willst. 5 oder 10% gehen wir aufs Ganze oder nur halb? Und man muss das in einer Zeit schaffen, oder wie ist das? Ah, Ja, ja, er muss. es gibt ein Ja, Zeitlimit. sag mal, wie lange wir Zeit haben, das Tier zu erobern. Minus Tirith. Jetzt sag ich mal. Ihr seid zu dritt, also habt ihr 40 Minuten, steht hier. Wie gesagt, die Werte sind ziemlich random. Da werde ich am Ende mal ein Dings 40 machen, eine Umfrage. Ja. 40 Ja, Minuten. dann lass einfach mal loslegen. Ja, Und YOLO. jetzt sitzen Ja, wir. okay. Ja, okay, warte mal. Wir taktieren noch, du kannst schon mal rausgehen, Alex. Ja, ich muss wissen, ob ihr Dingsen macht oder nicht hier. Ja, stimmt auch mal wieder. Danach Ja, bin ich gerne weg. Aber ja gut, dann stellen wir uns schon mal 15 ein und ja komm, dann geben wir die halt auch minus 10, ja, das dann stellt passt. euch bloß 5 ein, weil das ist ja dann, das gleicht sich ja aus, oder? Sonst sterben die Einheiten super. Also ich weiß nicht, macht das einen großen Unterschied? Ich Der funktioniere Unterschied, zu keine halt. Ahnung, ich spiele halt Weil. nie mit Handicap. Ich hätte euch Also, jetzt es wird 5 halt die machen Creeps müssen. beeinflussen, aber von mir aus kann man es so machen. Ja, so ist halt fair, aber ich muss mir das aufschreiben, nicht, dass ich die Punkte später verkacke. Das wäre schlecht. Okay. Ja, dann schreibst du einfach, du hast 15 ausgegeben, wir haben 10 ausgegeben. Ja, genau. Dann rechnet sich's ja. So, du nimmst Mordor, ich nehme Dötter. Nee, ich weiß nicht, was ich nehme. Ist Morde Also. gut im Belagern? Die Okay. KI können wir uns aussuchen oder nicht? Ich glaube, dazu habe ich gar nichts aufgeschrieben. Ich denke, da könnt ihr dann wählen, was ihr haben wollt. Wieso nicht? Ja, okay, dann will ich wissen, was. Dann schreiben wir das, okay? Dir Ja, dann. könnt ihr schreiben. Okay, bin ich hier mal raus. Ich gucke nochmal mit der KI, aber ich glaube, das können sie frei wählen. Ja, da steht nichts dran, weil es halt random ist. Ne? Die können die KI wählen, wie sie lustig sind. Ja, schwere KI, Schlachten, Lups, bei Festungsriegen spielt die Community. Festung, ja, genau. Spielversion. Mitspieler erklärt einverstanden, Mitspieler werden ausgewürfelt, ja. Okay, ja, nö, steht nichts von der KI, können sie machen, wie sie wollen. So. Ich schaue jetzt schon mal um, nicht, dass ich es später vergesse. Und dann bekommen sie hier einen Bonus. Elben, Elben, okay.
Also Zwerge, Mordor, Elben. 40 Minuten. Ich müsste oben einen Timer haben, bin mir aber nicht sicher, ansonsten nehme ich hier die Uhr und gut ist. 5% wird nicht einfach. Aber die werden am Anfang. Ich muss gucken, dass ich am Anfang sie dazu zwinge, zu. Ja. Ja, jetzt sage ich, stelle mich auf Team 2. Zu links. Ja. Dass ich sie zwinge zu traden, das ist ganz wichtig. Okay. Okay, sind alle ready, dann geht's los. Regeln sind Standard, Chat ist Standard, Karte ist Standard, ich stehe hier. Zwerge, Mordor, Elben. Totaler Bumskram. 5% ist nicht viel. Haben sie schön gecountert. Haben sie auch ganz gut gecountert. Ich hätte vielleicht auf 30 gehen sollen, jetzt gucken wir einfach mal. Es ist eine schwere KI, die wird natürlich reinrennen. Und dann gucken wir mal. Okay, das können wir bauen. Das können wir bauen. Ich hätte gerne einen Eomer für Geld. Und dann bauen wir hier den Kram. Das Tor ist offen. Da haben wir keinen. Gibt, haben wir nicht. Und das ging aber schnell. Holla. Ah ja, und natürlich das hier. Ah ja, zwei Vorposten, zwei Linksies. Das schaut okay aus. So. Okay, runter geht's. Ich baue halt jetzt ein paar Gehöfte. Hier gibt's irgendwo Orks. Ist der als Reiter unterwegs? Nein. Irgendwo hier gibt's Creeps. Die sollte ich versuchen zu holen. So. Weil Creeps ist gut. Creepen ist immer nice. Den Faramir hätte ich gern noch. Vor allem gegen Zwerge. Zwerge ist halt schon wieder so. Aber so ist es. Damit muss ich umgehen. So, ich möchte gerne eine Kaserne haben. Für Dingstruppen. Macht euch bereit. Bleibt außer Sicht. Orks. Da sind sie. So. Einfach für, ihr wisst schon, Turmwachen. Weil das wird meine Hauptarmee sein. Einfach Turmwachen. Ja. Also ich habe keinen Timer. Aber ich krieg da oben einen Baumeister geschenkt. Okay, das verstehe ich nicht. Ja, ich muss ja irgendwas ausbilden, ne? Das geht ja nicht anders. So, den können wir töten. Das ist schon mal ganz gut. Der ist weg. Okay. Seid vorsichtig. Sammelt euch Dunedain. Werft sie alle nieder. So. Attacke! Dann bilden wir hier nochmal aus. Bauen hier noch was. Rohan darf nicht untergehen. Bleibt zusammen. Drängt sie zurück. So, hier ist ein Gegner. KI, das geht. So. Bauen wir hier jetzt sowas. Okay. Die KI kann ich großenteils eigentlich ignorieren, denke ich mal. So, schauen wir mal. Wir scheinen es langsam angehen zu wollen. So. Mir fällt ein, ich brauche Bogenschützen. Also Feuerpfeile. So. Werde ich hier angegriffen? Na. Sie würden gerne. Ich muss halt aufpassen, dass ich hier jetzt nicht komplett random drauf gehe. Das wäre sehr schlecht. So. Da kommen feindliche Bogenschützen. Die kann ich farmen. Das ist gut. Das ist halt das Schöne, dass hier eine KI ist. Die kann ich wegfarmen. Das ist schon sehr praktisch. So. Man sieht halt auch kaum was. Ist auch nicht so schön, aber so ist es halt. So. Wir schützen sie. Greifen an! Umzingelt sie!
Verteidiger des Weißen Bauwerks. Ist nicht so easy. Bleibt wach, damit euch keinen entkommen. Viel zu tun. So. Das Gebäude ist fertig. Ich baue natürlich weiter Statuen, weil das lohnt sich. Okay, scheint bisher noch ganz okay zu sein. Eomir sollte nicht sterben. Okay. So, dann gehen wir jetzt hier in Position. Holen uns noch ein paar Soldaten. Das sind ja schon mal Leute, ne? Oh, da ist viel. So, kriege ich hier irgendwo Level 2? Ja. Ah ja, genau. Da ist der Schwachsinn. War eigentlich klar, dass das passiert, ne? Es war klar. Aber ja. Oh, das tut weh, Mann. Kann ich hier irgendwie mal das töten? Nein, geht nicht. Wow, das tut weh, das tut sehr weh. Das tat wirklich weh. Oh, hier ist Gollum. Oh, den brauche ich. Den brauche ich. Den brauche ich. Lauf, 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 lauf. So, Ring ins Lager bringen. So, da greife ich jetzt an. Der bleibt hier stehen. Ja. Der stellt sich hier hin. Muss jetzt hier gucken. Okay, das ist jetzt schon ein bisschen sehr stressig. Ernsthaft, das haben die jetzt nicht erobert. Ach du Scheiße. Ja, ja, der will hier rein. Okay, da ist ein Fass. So. Was passiert? Was? Warum laufen die jetzt so weg? Kann mir das mal jemand erklären, warum? Das verstehe ich nicht. Ich würde es gerne verstehen, tu es aber nicht. Eomir sollte bitte... Okay, ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Ich wüsste es gerne, aber... Puh, keine Ahnung. Ja, man muss ja gegen 5 Leute, Maiko, ne? Das ist schon schwer. So. Das da brauche ich wieder. Ja. Schwierig. Ich hätte gerne die Feuerpfeile. Kriege ich aber so nicht. So, bauen wir hier noch ein bisschen was. Okay. Tom Bombadil ist gut. Bleibt zusammen. Wir schützen den weißen Turm. Okay. Macht eure Waffen bereit. Unser Land wird belagert. Oh, jetzt haben sie hier Katapulte. Ja gut, klar. Jetzt haben sie hier Katapulte. Das ist logisch. Okay, der greift nicht an. Der macht einfach nur irgendeinen Scheiß. Oh Mann, wie ich schon wieder schwitze. Ich hab so diesen gewissen... Ah, das schaut böse aus aktuell. Okay, da ist etwas. Ja. Da kommt ganz viel Bumskram rein. Wo ist der denn? Der rennt mal da rein, einfach um so ein bisschen... Schafft er das? Ja, Feuerpfeile wären natürlich nice. Okay. Das können wir töten. So. Okay. So, hier muss ich jetzt hin. Ich glaube, ich muss erst mal mich zurückziehen, weil das doch hier eine Menge Bumskram ist. Ja.
Macht euch kampfbereit! Turmwachen! Gebiet sicher! Wachsam! Okay. Der Feind ist hierhin! Vernichtet sie! Beeilen wir uns! So. Ich habe jetzt hier Feuerpfeile, das ist schon mal ganz gut. Das Problem ist, ich komme nicht an den Quatschkram hier ran und die Katapulte. Oh, das macht schon Schaden. Wieso rennen die jetzt schon wieder? Kann mir das mal jemand erklären? Ich verstehe das nicht. Also ich würde es gerne verstehen, aber ich kann es nicht verstehen. Das macht keinen Sinn. So, überlebt der Eomer das? Wahrscheinlich eher nicht. Da sind schon wieder ich habe das nie zurückbekommen, das Gebäude. Ah, die KI ist böse. Die nervt, die stresst halt. Ja, nee. Also 5% ändert da tatsächlich fast gar nichts, ne? Krass. Keine Chance, das irgendwie hinzukriegen. Wo? Da hinten wahrscheinlich, ne? Ja, war klar. Sie dringen halt durch, das ist ein Riesenproblem. Ja, Eomer ist nicht mehr. So, das Tor ist kaputt. Wie wär's, wenn du hier mal was machst? Habe ich noch irgendwo Bogenschützen? Ich glaube nicht. Ja, das ist durch. Aber es ist okay, es ist eine Festungsschlacht. Wie gesagt, die kann ich alleine nicht halten. Es ist sehr schwer, die irgendwie durchzuhalten. Ja. Es war gut, Mordor zu picken. Die Katapulte machen auf jeden Fall eine Menge Stress. Und da habe ich Schwierigkeiten, mit klarzukommen. Da geht halt nichts. Ja, was will man da groß machen? Ich bekomme jetzt die Reiterschar. Und das ist ganz gut. So, schauen wir mal. Aber das ist nur... Also das bringt halt kaum was, ne? Ah, das sind Gegner, okay. So, Baumeister sterben mir weg. Das Ding habe ich nie zurückbekommen, aber es hätte auch nicht viel geändert. Da sind sie jetzt durch. Und da sind die Reiter und das war's. Es ist okay. Das haben sie schön gemacht. Ist halt stark, ne? Da geht halt nichts. Waren auch nur 12 Minuten, also. Ja. Schwierig, das zu verteidigen. Aber das sind Festungsschlachten. Die sind dazu konzipiert, schwierig zu sein. Ja, man denkt immer, der Verteidiger ist im Vorteil. Stimmt aber leider gar nicht. Das kann man voll vergessen. Aber es ist okay. So, Minas Tirith gefallen. Das ist wichtig. Geht halt nicht. Okay. Ja, schönes Spiel. Ja, die KI war, wir haben es gerade schon gehabt, war gar nicht mal so schlecht. Die war öfters drin, als du denkst. Die war sehr nervig, ja. Das stimmt. Die war sehr oft drin. Ja. Aber dass du nicht einfach in den zweiten Ringbüschen zugemacht hast, das Tor. Da ist nichts mit zumachen und Dings, wenn da 5 Katapulte und 5 Streitwagen sind mit 1000 Orks, da ist vorbei. Da ist einfach. Na, du hast doch noch oben die 2 Tore. Es gibt, ja, aber. Es gibt da oben keine Tore. Ach, dann ist das nur ein Edein so. Okay, ja, ich hab die Map in ADH noch nicht. Also in Edein, in Edein hast du 3 Ringe und oben noch 2 Tore. Also ich fänd's cool, wenn du halt auf der Map startest und du hättest schon die Türme und auf dem zweiten Ring die Katapulte und 2 Tore und so. Dann wäre das. Nee, aber ganz im Ernst, dann hättest du eine Chance, auf Zeit durchzuhalten. So kostet halt alles Geld. Du hast kein Geld. Ja. Ja.
Und wenn ich ja, mich einbunker, ist halt vorbei, weil... Ich wollte gerade sagen, was ich mich gerade frage, wäre einbunkern bei Zeit nicht praktischer? Du musst nur 40 Minuten durchhalten, ab 41 haben wir verloren. Egal, ob wir dich dann platt kriegen. Ja, ich aber mein, wie ich soll hab, ich so lange überleben? Ich habe es damals bei Minas Morgul, okay, Minas Morgul ist aber auch eine bessere Festung, aber habe ich es ja auch gemacht. Einfach nur eingebunkert und du hast bisschen Katapulten dagegen. Ja, aber gegen Map Control. Ja, das ist... Ja gut, er hatte trotzdem mehr, ne? Also, wenn man... Ja gut, Minas Tiere, das halt, du hast halt eine große Frontline. Zur Not wäre ich auch noch mit Türm jetzt gekommen und alles. Ja, gut, Türm, ne? Aber... Also hoffentlich mit dem Baumeister in den ersten Ringtürmen gespammt, oder? 100%. Ja, aber kein schlechtes Spiel. So, dann machen wir, wie machen wir's? Warte, darf ich ein 1 gegen 1 spielen? Ja, du darfst ein 1 gegen 1 spielen. Ja, dann, was gibt's welche Map, Alex? Sag mir mal, welche Map? FD2, beste ja. Map. Ja, ich weiß es nicht, welche Map jetzt dran käme. Ja, es gibt Belfalas, Schicksalsberg und Fallendorn. Da schon so. Also. Was war Fallendorn? Ach, das war diese dumme Map, wo man nicht. Fallendorn war diese Zweier-Map hier. Ach, eine Zweier-Map? War eine Zweier. Obwohl, kannst du Fallendorn für mich lassen? Ja, ja. Mach ich. Hier, das dann, ist die hier. Ja, da habe ich eh keine Lust drauf. Da kann man so richtig schön Kraft minecraften, glaube ich. Ja, das war die, wo ich Alex letztens schon mit Zwergen aus einer. Was willst du noch für eine Map? Schicksalsberg, glaube ich. Wenn das möglich ist. Ja, ist eine Vierer. Ich kenne die Maps auch nicht. Scheiß drauf. Hier, Schicksalsberg. Genau, ich gehe aus. Beobachter, Ringheld sind ein. Alles passt. Ja, dann gehe ich auch schon mal hier. Ja, sieht gut aus. Dann genau, ist Alex ist Mordor, genau das passt. Ja. Und dann ciao. Okay, sind wir alle draußen. Schauen wir mal. Ja. Punkte setze ich jetzt hier nicht ein. Ich dachte es geht, aber sie haben es gut gekontert mit 5%. Mit 15 schaut es hier schon wieder anders aus. Ich möchte es eigentlich mit 30 behalten. Es ist zwar ziemlich broken, weil aber dafür spielt man halt auch diese Karte so lange. Ne? Es ist ein Ringkrieg, der ist halt dafür da. So, jetzt gucken wir mal, was wir spielen. Jetzt müssen wir uns hier ordentlich... Wo ist ein Feuer? Da oben. Okay. So, ich könnte scouten, muss ich jetzt aber nicht zwingend tun. Es wird einfach nur Bogenschützen-Spam sein, denke ich mal. Den Feuerdrachen werde ich am Anfang creepen. Das macht Sinn. Aber erst nachdem ich mir den Vorposten geholt habe. Und den hole ich mir jetzt auch gleich. Na, das ist ein sehr aggressiver Start, nicht so Eco-heavy, aber die Eco kommt danach. Hier jetzt noch ein Leuchtfeuer. Ich kenne die Map relativ gut. Viel Holz gibt es nicht. Es hat hier ein bisschen was. Da ein bisschen, aber halt nichts Großartiges. Also zuerst Bogenschützen. Ja, erst normale Leute. Ihr Schnecken, ja genau. Dann gehe ich hier hin. Ich werde hier hingehen. Er wird Crossborn sein, also hier wahrscheinlich. Das Gebäude ist fertig. Macht, was euch befolgt. Also gucken wir uns das mal an. So. Ja, ein bisschen Black Hat. Aber das ist okay. Es geht. Ist nicht so schlimm. So. Macht, was euch befohlen wird! So. Oh, jetzt hängt's komplett. Hier gibt es immer Arbeit. Das ist halt, wenn man zu dritt im Spiel ist, ne? Dann gibt's Lags. Ja, bin ich deswegen auch kein Fan von. Nee, liegt nicht daran, ist halt einfach, ja, passiert. Was geht hier ab? So, ihr geht's gleich mal dahin. So. Der baut hier noch irgendwo ein Dings und dann gehe ich auf drei Orkgruben. Ne, zwei Orkgruben, ein Haradrim-Palast. Muss es schon ein bisschen klug spielen, wenn er auf Reiter geht oder Spinnenreiter eben, ne? Da ist das gefährlich. So. Den hätte ich auch gerne. Danke.
So. Noch eine Ohrgrube bauen. Bau einfach. Danke. Und dann einen Haradrim-Palast. Das geht. Stopp, 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 stopp. So ja mal gleich gar nicht. Ah ja. Okay, dann greifen wir da gleich mal an, wenn er hier schon Orks vorbeischickt. Das macht ja auch Sinn. Okay. Dann baue ich das oben hin, damit das nicht scouten kann. So. Wie gehen wir jetzt dahin? Ah ja. Oh, aber die haben da noch. Schauen wir mal. Jetzt gehen wir dahin. Und dann bauen wir hier noch ein Schlachthaus hin. Das nimmt er jetzt gerade ein. Vielleicht creept er da böse. Wo? Wo denn? Scouten wir ihn mal. So. Orks können wir creepen, ist gut. So. Das müsste gehen. Das gebe ich jetzt kurz auf. Und dann renne ich dahin. Und mit dem renne ich auch ein bisschen weg. Das gehört ihm, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Gewinne ich das da unten denn? Oder verliere ich hier? Das sieht okay aus. So. Da bauen wir noch was. Meine Maus backt rum. Auch nicht so nice. Er kann halt gut spammen, wenn er das möchte. So. Okay. Zumindest weiß er, wie wichtig die Gebäude sind. Wo greifen sie uns an? Da hat's immer noch. Ah, da guck an. Okay. So, das hätte ich gerne. So, dann bauen wir nochmal eine Ohrgrube. Und der geht hier weiter. Das gehört mir. So, schauen wir mal da hoch. Außerdem hätte ich gerne. Das sieht gut aus. Jetzt hat er es zerstört, weil er sich denkt, okay, dann nicht. Aber das ist in Ordnung, da hat es keiner. So. Oh, was war das? Huh, hä? Wieso rumpelt da was? Das sollte nichts rumpeln. So. Dann zerstöre ich ihm das auch. Ein Gasthaus. Gasthaus klingt interessant. So. Eigentlich wollte ich ja hier den Turm haben. Oh, ah. Das ist interessant. Naja. Dann gehen wir als nächstes hin. Ah ja, aha, aha, aha. So, hier machen wir jetzt das da. So. Das hätte ich gerne zerstört. Da hat's Zeugs. Da hat's Zeugs. Ich habe zu viel Geld. Ich bilde jetzt meinen Helden aus. Ah ja. Oh, da hat's einen Troll. Alles okay, dann kann ich arbeiten. Schaffe ich das hier? Ja, das sieht gut aus. Ich habe hier auch Speerträger eigentlich. Das heißt, die Reiter müssten sterben. Deswegen habe ich die auch gebaut. Ne? Aha.
Aha. Ups, was ist Ups? Ja, ja, das ist teuer, genau. Ah, da oben ist ein Gasthaus, jetzt sehe ich das auch. So, den hätte ich gerne. Oh nein, 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 nein. Oh Mann. Drache. Ungeil. Ich hätte gern hier ein bisschen mehr Power. So, dann. Das ausbilden. Oh, da stirbt ein Baumeister. Das ist gut. Das kann ich mir holen. Das ist okay. Das kann ich wieder aufbauen. Das lohnt sich jetzt nämlich. So. Der Baumeister ist tot. Sieht gut für mich aus. Ich bin halt gut im Spammen. Ne? Das kann ich halt wirklich gut. So. Okay, das hole ich mir. Katapult, ja. Na komm. Die Ostklinge kriege ich auch noch zusammen. Das ist gut, er macht das mit den Spinnenreitern. Das ist echt gut. Aber hier tut's weh. Ja. So, das gehört mir. Ich müsste mal auf Feuerpfeile gehen. Die kriege ich hier. Okay. So, die ziehe ich jetzt mal zurück. Obwohl, hier können wir noch was bauen. Das passt. So. Okay, da unten gewinnt er gerade. Okay, das ziehen wir zurück, ziehen wir zurück. Da stellen wir uns defensiv auf. So. Oh, oh, natürlich. Oh, wie konnte ich das vergessen? Hier gibt's ja den Feuerdrachen. Ich bin doch so dämlich. Hech und den Feuerdrachen. Ist doch klar, Mann. So, komm schon. Komm schon. So, hier gibt es jetzt den Feuerdrachen. Den kriege ich halt quasi geschenkt, das ist das Schöne. So. Also das, 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 das. Da können wir noch... Was geht da oben ab? Ah, das ist interessant. Okay. Ja, ich glaube, ich baue nochmal eine Orkgrube. Und dann baue ich hier die... Ich habe halt null Überblick. Es geht nur darum, mehr auszubilden als er. Was anderes ist das hier gerade nicht, ne? Mehr ist es hier gerade wirklich nicht. So. Ja, ich habe den Feuerdrachen. Der ist gut. Was hat er denn? Mag er den Feuerdrachen nicht? Vermutlich. Ja, der Drache ist super. So, das ist GG. Low-Tech Spam into GG. Okay, also Schicksalsberg bleibt meins. Aber gut gemacht. Er hatte beide Vorposten weit länger als ich am Anfang. Weil er halt näher dran war, ne? Also wenn ihr auf die Minimap guckt, er ist da rechts direkt. Ich habe einen viel längeren Weg. Ich wollte den Feuerdrache erst creepen. Ich hätte statt der Barrikade erst den Drachen holen sollen, aber es ist okay. Was sagt die Statistik? Ja, also mega gut getradet. Ja. Plus ich hatte insgesamt ein bisschen mehr Geld. Und dann ist halt GG. Spinnreiter war nice, aber ich hatte Speerträger. Was er da machen können? Selber Feuerdrachen? Ein Helden? Kankra vielleicht? Ah, schwierig. Ist ja auch. Was gibt's denn so? Azor, Gorkil? Wenn er viel auf Orks geht, Gorkil ist schon ziemlich gut mit dem Bonus.
Aber es ist knifflig. Er ist nicht leicht. Weiß ich nicht, was ich groß gemacht hätte. Hm. Hallo. Hallöchen. So, also der Drache dann? Nein. Das hat Luke letztens auch feststellen dürfen. Drachen sind gut. Ja. Schade. Kam mir ganz plötzlich die Eingebung, stimmt, hier hat's ja Drachen. Stimmt, damals hat der Drache Saruman getötet und das war der GG-Moment. Stimmt, Drachen sind gut. Kostet nichts. 10 Punkte und ich spare mir 2000 Geld. Nice. Ja. Und der ist halt schon sehr gut. War auf jeden Fall ganz nett. Ja, der Drache war nice. Also Alex, ich will dich jetzt nicht enttäuschen, aber Smergolum, du kannst die Karte jetzt voll in noch reinmachen und Alex weiß, wie das laufen wird. Ich werd's Ärger nehmen. Oder auch nicht wiederholt sich das Schicksal. Ja, wahrscheinlich. Das hoffentlich. Anders geht's jetzt nicht. Spielt ihr mit Ringheld? Ja. Ringhelden an, ja, aber eigene Helden aus. Eigene Helden aus, genau. Ja, ich kann schon wieder Elben nehmen. Ja, vor Lindon gehört zu Lindon und Lindon war hier die Verletzung. Ja, ja. Extrem. Du, im Edelmar könntest du jetzt im Lathos spielen. Das wäre eine andere Art. In der Edelmord. In der. die. Ja, die hast du. Na, Gollum, jetzt die 100-Euro-Frage. Heißt es der gerade Kurve, die gerade Kurve oder das gerade Kurve? Oh, dem ja, gerade Kurve. So alt. Dem. Alex, IQ-Test durchgefallen. Es gibt keine gerade Kurve. Wo hast du den denn aufgeschnappt? Ach, der ist schon uralt. Das weiß ich auch. Ja, also, dann, ich werde jetzt den Alex auseinandernehmen, nachdem mein Co-Partner versagt hat. Dann gehe ich jetzt auch wieder aus in diesem Raum. Ja, dann kann ich ja wieder drin. Also, viel Spaß euch zwei. Danke. Spaß, weiß ich nicht, wie viel das machen wird. Muss man mal sehen. Ja. Aber okay. Der Host möchte das Spiel starten. Allerdings ist Sturmhart nicht bereit. Der Bösewicht. Reich, aber sexy. Lol. Also, gegen Zwerge. Normalerweise würde ich einen Reiterstart spielen. Auf der Map schwierig. Es gibt aber Vorposten. Es gibt Vorposten. Die sind gut. Vielleicht hole ich mir die. Aber ich denke, ich spiele ganz normal. Hallo? Es wird Zeit, etwas zu bauen. Ja. Ents sind nicht schlecht, aber... Nee. Ich baue als zweites Kaserne. Ich werde die hier vorne auch hinbauen. Einfach damit ich einen kürzeren Reinforcements-Weg habe, baue ich die weiter nach vorne. Und ja. Hier wäre natürlich eine böse Rasse gut wegs. So viel Holz. Isengard müsste richtig Spaß machen auf dieser Map. Es gibt einen Links-Bösewicht, glaube ich. Wie heißt es? Ghoul? Nicht Ghoul. Wisst schon. Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Grabenhold. Und ja, das wäre nice. Wir haben ein neues Gebäude. So, ich baue als erstes Bogenschützen, das ist klar. Und guck mal. Ich bin bereit. Hier entlang. Wenn ich das klug spiele wie gegen Luke. Na, und ich spiele das halbwegs klug. Viel mit Kiten und defensiv stehen und so weiter. Dann kann das funktionieren. Aber ist halt nicht so easy. So, Kaserne muss auf jeden Fall durchlaufen. Das ist ganz wichtig. Dass die immer durchläuft. Konstant. So, als nächstes Lorienkrieger. Die sind nämlich gar nicht schlecht. Ein Orkstamm. Den ignoriere ich erstmal. Ja, den will ich auch haben. So. Den hole ich mir. Den Orkstamm kriepe ich dann. Ich bringe das Baumaterial. Und dann bauen wir eine zweite Kaserne. Ein kleines Orklager. Ah, da ist auch eins. Okay. Baumaterial. Baut
dieses Land auf. So. Boah, zum Glück habe ich das nicht abgebrochen. Meine Fresse. Das wäre beinahe schief gegangen. So, das passt. Ja. Das geht dorthin, das geht dorthin. Könnt ihr da mal angreifen, bitte? So. Ja, Elbenkasernen upgraden kostet sehr viel. Ich hätte es gern, aber ich kann es mir gerade nicht leisten. So, ich möchte irgendwo eine Statue haben. Einfach weil das gutes Geld gibt. So. Alles gecreept, das ist gut. So. Den bauen wir, dann noch mit Krieger. So. Gucken wir mal, ob er schon da drüben ist. So, ich habe jetzt zwei Kasernen, das ist okay. Ich baue hier noch was. Ich möchte gleich eine dritte Kaserne haben. Ja, Türmchen habe ich schon mal. Warge, das ist interessant. So, schauen wir mal. So, ab jetzt gibt es Mittel und Hüter, weil er wird auf Reiter, Anti-Reit-3-Zeugs gehen. Und ja. Er hat das Spiel verlassen. Das ist interessant. So, den Vorposten töte ich schon mal. Bauen wir noch eine Kaserne. Ja, das hau ich kaputt. Das tut nämlich schön weh. So, jetzt muss er nämlich hier hingehen, aber das tut erstmal richtig weh. Weil damit ist sein Ding kaputt und ich hab meins noch. So. Und das ist schon mal ziemlich gut. So. Schön dahin. So. Hier noch eine Statue bauen. Ich habe eine Menge Geld. Halt, hier brauche ich nicht bauen. Ich würde gerne Legolas holen, aber der ist ein bisschen teuer. Von dem her weiß ich noch nicht so recht. Wir haben eine Kaserne errichtet. Zumindest habe ich schon mal ein bisschen Schaden gemacht. Das war okay. Der Feind ist nah. Hüter ist bereit. Ja. Der Feind ist sehr, sehr nah. Er hat nicht viel Krams hier. Das heißt, ich kann da mit Bogenschützen rein. Sollte ich zumindest können. So. Ihr bleibt da hinten. Okay. Vielleicht brauche ich ein Endding. Da muss ich mal gucken. So. Man schleift sich so nach vorne, so Stück für Stück, ne? Okay. Ja. So. Ja. Das war schon wieder so klar hier. Dieser ganze Schwachsinn mit den blöden. Ja. Aha. Okay. Das war klar. Okay, zurückziehen, weil. Schwachsinn, ne? Wir kennen es ja schon. Das war so klar. Ich baue jetzt ein Endding, weil ich brauche irgendwas, um seinen Vorteil zu vernichten. Es geht nicht anders. Ne, es geht einfach nicht anders. Ja. So. So, eine Kaserne kann ich upgraden. Das geht. So, er zieht sich zurück. Das Endding wird gebaut. Ich weiß noch nicht so recht. Wo ist er denn? So, ein Brunnen wäre natürlich sehr gut. So. Ich brauche unbedingt mehr Midland-Hüter. Ich kann nichts mehr bauen. Okay. Schauen wir mal. Da oben hat er eine. Ja, da oben hat er was. Da gehen wir dahin, da wo er nicht stark ist. Ne?
Da gehen wir hin. Hallo. Wir haben die Kaserne bereit. Vorwärts. Macht schnell. Haltet nach dem Feind aus. So, das können wir angreifen. Was ist das denn? Heavy wo Landgefahr. Aha, interessant. Der Ending ist bereit. Weiß nicht, oh, diese Le- ich bringe wow. Okay. Interessant, eindeutig. Das hat er mir jetzt zerstört. Ja, okay. Werkzeuge bereit. Hä, wo sind seine Wegen? Okay, was geht hier ab? Ich check hier gerade gar nichts mehr. So. Die, also die Lecks sind gerade sehr nervig. Ne? Lasst sie nicht durch. Hallo. Oh, kann ich mal bitte hier... Geht hier jetzt was oder geht hier jetzt nichts? Es ist so laggy. Okay, also... Krasse Lags, Mann. Die sind gerade sehr schlimm. Um mal ehrlich zu sein. Ich hätte gern Legolas oder irgendwie sowas. Das wäre, oder Tranduil. Tranduil ist auch ziemlich Lorien gut. Schickt seine Bögen. So, ich hole mir jetzt Baumbart als erstes. Und dann, ich Geht weiß lang. Noch nicht. Das ist schwierig. Also die Legs sind sehr böse. Wir haben ein neues Gebäude. Es gibt viel zu tun. Baumaterial. So. Fangen wir an. Baumaterial ist unterwegs. Haltet die Augen. Der Feind kommt näher. Okay, da hat er jetzt Prinz Brand. Den würde ich gerne Foko... Ey, so kann man nicht spielen, ne? Es geht nicht. Ey. Ich hab so krasse Le- Was geht hier ab, Mann? Ey, so kann man doch unmöglich spielen, oder? Was ist das hier? Ne. Also, bei aller Lie... Also ich hab so krass... Seht ihr das? Also so kann man das halt nicht spielen. Bei aller Liebe... Ihr seht das ja. Ja, aber er spielt halt... Ja, okay, dann ist es GG. Irgendwann muss ich da halt mit 1000 Punkten rein. Ich kann es nicht erinnern. Ganz im Ernst, es klappt nicht so toll wie vorgestellt. Wir müssen Mittelerde beschützen. Wie gut haben wir denn jetzt getradet? Wo sollen wir bauen? Aber geht hier jetzt was? Er hat doch sicher noch Prinz Brand irgendwo. Der Feind kommt über uns. Unsere Stadt wird Ey, ich check hier gar nichts. Es gibt viel zu tun. Die Gebäude des Feindes sind nah. Aha. Baumaterial. Wo sollen wir bauen? Ja, ich hab verloren. Das ist also unbefriedigend ist das aktuell. Na. Sehr unbefriedigend. Greift doch irgendwo, macht doch. Stirbt der Baumbart jetzt. Was ist das? Ey, was ist das für ein Scha. Ja, okay. Vergiss es. Also, das ist ja totaler Schwachsinn. Das ist schlimm. Na, das ist ja furchtbar. Das ist ja... Ne. Aber schaut's mal, wie gut er da traden konnte, ne? Also einheitentechnisch war ich gut vorne, aber hat halt null Impact. Zum Kotzen. Der hat das Verhältnis. Wow. Also entweder spiele ich komplett falsch, oder es ist halt einfach wirklich broken. Aber die Lag, ey, du kannst mit solchen Lags nicht gegen Reiter spielen. So. Also. Bei mir hat's auch mega geleckt. Teilweise 5 Sekunden schlittern. Also, wenn der Host rausgeht, keine gute Idee. Ja. Also ab als Merkur noch rausgegangen ist, war es schon heftig eigentlich. Ja, da war schon sehr schlimm.
Jetzt ist die Frage, wir hatten das jetzt beide, also ich würde jetzt die Schlacht nicht nochmal wiederholen. Nee, ist okay, ist egal. Nee, aber war echt ein schönes Spiel, muss ich sagen. Also das war jetzt Masse auf Masse und ja, Zwerge. Ich glaube, was du ändern müsstest gegen Zwerge, viel mehr Druck ausüben. Kann ich nicht. Wir standen beide lang rum, muss ich sagen. Kann ich nicht machen. Wenn ich auf dich drauf gehe, verliere ich. Ja, ich kann auch nicht auf dich drauf gehen, meine Gruppe. Doch, du kannst das. Weil ich muss meinen Grund verteidigen. Ansonsten kriegst du viel mehr Grund. Du hast es ja. Und du hast halt die Streitwegen. Gegen die gibt's gar nichts, was ich tun kann. Ja, das Schöne ist, das Ding ist, ich brauch keine Statue zum Kämpfen, weil die haben einen Banner drauf. Das kannst du upgraden. Das gibt sogar mehr Führerschaft, glaube ich, als eine Statue. Das kann gut sein, ja. Das heißt, ich kann sogar an deiner Statue kämpfen durch die Streitwege. Eben, deswegen, ich kann nicht auf dich drauf, aber du kannst auf mich drauf. Und bis ich. Kann dann langsam vorrücken und. Und bis ich an Belagerungsgeräte komme, bist du halt schon auf Schmiede oder so und hast dann Ausrüstung oder. Also ja, ich hätte jetzt, wenn wir jetzt noch weitergespielt hätten, wäre jetzt noch dein aus dem Minenschacht gekommen und schwere Rüstung wären jetzt dann bald da gewesen. Da war ich halt noch ewig entfernt von. Ewig. Weil die aber Elben... der Vorposten tat weh, den du zerstört hast. Ja, aber du hast ihn bei mir ja auch kaputt gemacht und dann war es wieder Ivy. Der Vorposten war nice, aber er hatte null Impact. Zwerge sind halt dreimal stärker als Elben. Elben haben halt einen Vorteil auf langen, großen Karten. Ja, und Fallen Dawn ist keine lange, große Karte. Ich kann nicht kiten. Also den Vorteil der Elben, hier mit Reichweite dich zu zermürben, immer vor und zurück geht nicht. Vor allem nicht mit Legs, da kannst du es eh voll vergessen. Nee, also es war so, dass es teilweise ging, so 2-3 Sekunden, und dann hatte ich 5 Sekunden. Ja, richtig, so war es bei mir auch, das war sehr frustrierend. Weil normalerweise muss ich mit Elben deine Bogenschütze nehmen, dich anfixen, dann musst du auf mich draufrennen, ich muss mich zurückziehen, dann musst du wieder abhauen, weil du zu viel Schaden frisst, und ich muss wieder draufgehen. Die ganze Zeit müsste ich dich eigentlich zermürben und kiten, und dann musst du halt irgendwann, bist du so verletzt, deine Truppen, dass du entweder draufgehst und den Fight nimmst, oder dass du dich zurückziehst, und dann kann ich Grund gut machen. Und dann bleibt's even, weil bei dem Zeitpunkt, wo ich den Grund gut mache, hast du dann deine Ausrüstung, König dein oder was weiß ich. Und dann ist es immer noch even, obwohl ich mehr von der Map habe. Weil du dann irgendwann, also das ist halt das Ding der Zwerge. Die Zwerge, die sind stark, aber sind halt langsam. Und bei dem Punkt, wo ich vor dir stehe, hast du dann eine feste Truppe ausgerüstet und kannst einfach über mich drüber marschieren und den Grund zurück einnehmen. So bleibt es even. Das Ding ist, es gab eine Situation, da habe ich mich zurückgezogen. Ja. Relativ am Anfang. Wärst du mir hinterhergerannt? Die Statue stand zu perfekt. Bei mir? Ja. Ich konnte die nicht anschießen. Ich habe die Häuser gebohrt, weil die stand wirklich gut. Wäre die woanders gestanden, hätte ich arbeiten können damit. Aber dort. Das war halt jetzt Vorteil auf meiner Seite. Ja. Das hätte ich auf deiner nicht machen können. Mhm. Ja. Also. Wo du letztes Mal Elben gespielt hast, bist du unten gestartet. Du hast jetzt zwischen die Häuser gebaut. Das heißt, da konnte ich sie leichter zerstören. Ich habe mir jetzt gedacht, gut, du wirst da vorne jetzt bestimmt am Fluss starten und bauen. Ich baue es jetzt hinterm Haus, dann musst du jetzt außen rumlaufen. Ich kann einfach vor der Statue stehen bleiben, um zu beschützen. Ja. So habe ich mir das jetzt gedacht, weil ja, eine Esse. Theoretisch brauchst du das bei den Zwergen ja nicht. Du hast alles auf dem Streitwagen. Du kannst eine Esse auf den Streitwagen packen und das Bannerträger, was sogar stärker die Führerschaft ist als auf einer Statue. Ja. Das heißt, wenn ich auch die gut microen kann, das ging jetzt bei den Legs halt jetzt nicht, aber normalerweise kann ich die echt gut microen, da fahren die mir dann auch nicht in die Speere, weil bei den Rest der Zwergen brauche ich nicht microen. Die kämpfen sich da durch, da mache ich mal mein Horn dazu. Ja, eben, genau, ja. Und dann brauche ich mich nur auf die Streitwegen zu konzentrieren. Und du musst dich darauf konzentrieren, dass wenn du die Speere halt auf die Streitwagen schickst, dass die dann halt nur rumlaufen. Und ich mache das dann so, dass ich die durch meine Einheiten schicke, dann eine Speere halt durch meine Einheit laufen kann. Und dann kämpfen die halt gar nicht, ne? Das ist halt das Ding. Okay. Er wechselt Mikro. So, Test. Ja, ich höre dich. Okay, weil mein Mikro hat jetzt einen Wackler bekommen und das ist unmöglich. Ja, ist ja auch schon alt. Ein paar Jahre. Okay, Zeit für die letzte Map.
Ja, das sind jetzt irgendwie essen gegangen. Was war's? Was? Ach, schon wieder. Oh Gott. Wie hätten das der Luke damals gemacht? Der hätte. Keine Ahnung. Ah, die Map ist das. Ah, okay, ich dachte. Ja, dann habe ich es gerade mit Anverlass verwechselt. Ja, gut. Also, wenn du ein Zwerge spielst, spiele ich jetzt auch mal Zwerge. Ich will auch mal nicht dauernd hier Dings. Das ist so langweilig gegen deine Zwerge. Ich habe auch 202 wäre es fair, aber hier ist es einfach nur ein Rustic Beastie. Dann mach mal jetzt mal ein schönes Skill-Match nach draußen. Kein ihr. Nö, du hast die Witze im Boden schützen. Ich verkacke einfach. Na, du hast doch die Waldläufer. Ja, die kosten 100 mehr und sind schwächer. Danke. Mach mal nicht. Heute mal nicht. Ich hab so die Schnauze voll. Ich meine, ich muss die Karte spielen, weil ich muss sie erobern, aber. Well. Ich weiß nicht, wie es bei 202 ist mit den Preisen. Das müsste man sich mal anschauen. Aber ich glaube, da ist besser. Ich glaube, da kosten die dann auch 2,50 und sind ein bisschen schwächer. Dann ist es gerechter. Da kosten die Korsaren auch nur 150. Weil es lauter so Kleinigkeiten. Das andere Sport halt nicht spielen, ne? Keine Ahnung. Also wenn du Zwerge sind halt durch die Gasthauseinheiten super stark. Ja. Wir können es auch auf was anderes einigen, wo jetzt nicht einfach nur Spam ist und die Gasthauseinheiten. Ich wollte gerade sagen, können wir nicht lieber sowas machen, weil. Das wäre halt besser, ne? Aber wenn du jetzt Zwerge bist, nehme ich definitiv auch Zwerge, weil ich habe so die Schnauze. Dann würde ich Menschenzwerge rausnehmen, weil das sind die einzigen mit Bogenschützen-Dingern, weißt du, wo die. Ja. Nee, komm. Ja. Ach, zu die haben keine Bogenschützen im Gasthaus. Was kriegt ein Akma eigentlich auf der Map? Users? Ja, ich glaube Doomländer nämlich, aber. Ah, das geht aber. Doomländer gehen, ja. Stimmt, Doomländer. Elb kriegen die Hobbits? Das weiß ja. Ich. Und Mordor, was ist mit Isengard? Ich hab so lange kein Isengard gespielt. Isengard kriegt Unländer. Ah ja, okay. Mordor, Orks, Korsaren, Menschen. Ah, Korsaren, ja, richtig. Da Menschen, die Dunedain-Waldläufer sind Zwerge, ja. Die Menschen aus Tal. Ich überleg, ja, soll ich dann. Kann ich Angmar spielen von mir aus? Ja, nee, ich wollte nur wissen. Ich hätte mal Lust auf Isengard, ich hab so lange kein Isengard mehr gespielt. Dann spiel Isengard. Ja, wenn's okay ist. Ja, das okay. Ich habe hier gerade selbst keine hohen Erwartungen, weil ich die Map nicht weiß. Das ist halt eine große 5er Map, das ist halt. So groß ist die gar nicht, das ist das Traurige. Also da ist die andere, wie heißt sie? Ah ne, das sind 4 Spieler Map, die ich meine. Das sind 4 Map. Die schaut so ähnlich aus, aber die ist weit besser, wie ich jetzt nicht. Die ist auch viel schöner. Die ist wirklich zwingend gebalanced, weil wegen Fluss und so, aber die ist weit besser, aber ja. Ja, der eine hat halt rechts im Schlag hat Fluss. Ja. Ja, genau. Aber nee, das bleibt auf der Map. Hilft nichts. Ne, alles gut. Ja, dann lesen wir die Elben, das passt. Ja, weil ganz ehrlich, das wäre jetzt wieder so abgelaufen. Das Spiel ist in 5 Minuten vorbei. Der den ersten Trade besser nimmt, gewinnt das Spiel. Fertig. Ja. Und das hatte ich mit Luke letztens und das ist halt frustrierend. Ja, das ist echt frustrierend. Ich meine, als ich das Video gesehen habe, habe ich so gedacht, die Waldläufer gewinnen sowieso. Das würde jetzt nur darauf hinauslaufen, Waldläufer. Aber dass die Menschen aus Tal so stark sind, hätte ich nicht gedacht. Ja, sie sind stärker, weil sie halt, ich glaube, sofort mit den schwarzen oder mit den stärkeren Pfeilfähigkeiten anfangen. Ja. Nee, das ist noch nicht mal. Die halten einfach mehr aus. Ja, das kann auch sein. Sie sind halt günstiger und sind einfach. Und stärker eigentlich. Also sie machen nicht mehr Schaden, aber halten mehr aus. Ja. Merkst halt, wenn halt beide eine Salve abgeben, deine verrecken und die. Die halten einfach Menschen so mehr aus. Es macht eben. Das macht was. Das macht dann was. Dann legen wir mal los, komm. Ja, hau mal rein. Viel Spaß. Ja. Also heute ist wieder durchwachsen. Ne? Es ist aber okay. Es ist jetzt nicht schlimm. Es geht. Es ist natürlich wieder frustrierend, weil wir kommen jetzt halt wieder kein Stück vorwärts, aber ich wollte mal wieder eine Festungsschlacht machen, das macht Sinn. Jetzt müssen wir halt mal gucken, wie es läuft. Mordor Wraith,
Ich hoffe, dass wir künftig auch 2-0-2 spielen können. Das heißt nicht, dass ich dann instant gewinne. Auf gar keinen Fall. Aber es ist ein bisschen besser gebalanced. Arbeiter! Ich dachte, wir sind fertig! So. Wir haben viel zu tun. Es ist immer cool, wenn du die Map startest und das erste, was du hörst, ist irgendwie Grab und Holde oder. So, die Gegner schwächer zu machen, ist so stark. Ich bleibe aber erstmal beim Kampfschwein. So, Lurz ist natürlich einer der wichtigen Dinge, die man sich holt. Macht was ihr gewollt, fertig! So, Reiterstart gibt's mit Isengard nicht. Ihr wisst, was zu tun ist! Noch ein Gebäude fertig gestellt! Ich glaube, ich fange mit der Clan-Mutter an. Ah, die ist so teuer. Wow, die ist sehr teuer. Außerdem gibt's. Er scoutet. Okay. Ich weiß nicht, warum er jetzt scoutet, aber es ist okay. Ich baue jetzt hier vorne die Ork-Mutter, weil die ist nah am Gasthaus. Das macht Sinn. Und dann weiß er nicht, ob ich auf die Clan-Mutter gehe oder auf Dings, weil er wird sehr zentriert gestellt haben. Da oben zu bauen geht gerade nicht, das muss ich verhindern. Ich kann hier was bauen. Das ist okay. Ich werde die Armbrustschützen ausbilden, das Ding einnehmen und dann werde ich da oben kriegen. Das ist jetzt mein Plan. Dann gucken wir mal, wie das läuft. Also ich weiß noch, woher der Ringe Schlacht mit Leere 1 rauskam. War Urukai das Volk, das mir am meisten gefallen hat, vom Flavor her, vom Feeling her, hat mir einfach richtig Spaß gemacht. Fand ich mit am coolsten. So, viel brauche ich nicht ausbilden hier, weil... Hier wird nicht gefaulet! So, ich würde sehr gerne ein Sägewerk bauen. Aber erstmal ausbilden. Die Armbrüste, so, falls er Reiter spielt, haltet als zweites, ganz wichtig. Unwahrscheinlich, aber er könnte Reiter spielen. Und da möchte ich dann das haben. So, dann ziehen wir erstmal zurück. Und er baut hier oben ein Sägewerk. Komm schon. Gib Geld. Ihr wisst, was zu tun ist. Ihr was? Jetzt gehört das Gebäude uns. So. Wilde Menschen aus dem Land, genau. Ja, dann wieder Ork-Armbrustschützen. Mit denen kann ich auch Krieg gehen. Ist nicht schlecht. Aber ich denke, ich schaue, dass ich einfach einfach die Gasthäuser einnehme, die es hier überall auf der Map verteilt gibt. Da ist eins. Aber dahin. Scoutet nochmal. So. Das Auge beobachtet uns! Das hat er? Jetzt schauen wir mal. Okay, meine sind ein bisschen schwierig. Es sind halt nur keine. So. Da hat er schon mal Hobbits. Ah ja. Jetzt schauen wir mal. Ich würde gerne nochmal ausbilden. Das neue Gebäude ist fertig! Ah, jetzt werde ich schon cool. Ah, okay, ja. Okay, die laufen jetzt ein bisschen. Hobbits kosten nicht viel, sind noch ziemlich stark. Aber oh. Hier gibt es immer Arbeit. Ihr wisst, was zu tun ist. Kommt mit mir, lasst keinen am Leben. So. Holt ein Coin! Ruhe! Die Uros und ihre Armbrüste. Ja, das dachte ich mir schon. Okay. Was kann ich tun? Bolzen einlegen! So. Können wir hier angreifen? Das ist ganz gut. So. Macht euch hier an die Arbeit! Wir! Wow, macht der Schaden. So, ich muss jetzt immer so ein bisschen hier kiten machen. Das nehme ich ein. Das Schöne ist halt für die Dinger kosten nichts. Die sind quasi geschehen.
halt kein Ausweichen. Ich habe es nicht gedacht, nee. Hier gibt es immer Arbeit. Wir werden den Karren. Bewegung! Was? Feuer! Einstellen! Riecht ihr was? So. Die Dunländer haben sich nicht mit euer Werkzeug bereit. Riecht ihr was? Kommt ihr Dunländer? Noch nicht? Ja, die haben uns schon ganz gut. Ich werde auf jeden Fall noch weitergehen. Das ist so safe, dass er auch weitergeht. Nee, ich hasse den. So, das zerstöre ich jetzt mal. So. Ah, da hat's wieder einen Hitbox. So, wo hat's ein paar Bäume? Hier. Was gibt Geld? Geld ist gut. Erobert euer Land zurück! Was ist das? Weh? Oh, weh. Und dann hätte ich gerne endlich ein Blitz. Und dieses Gebäude. Das neue Gebäude ist fertig. So, das kann man angreifen. Wie viel Schaden macht das? Das ist gar nichts. Was sollen wir tun? Wo ist der Feind? Kämpft weiter! Die Dunländer haben sich uns angeschlossen. Okay. So, wir haben was angefangen. Da können wir weg. Okay, ich baue noch ein Sägewehr. Ihr wisst, macht euch wieder an die Arbeit! Macht dich nützlich! So. Schluss mit dem Deckbach. Ich gehe dahin. Ich hätte bald gerne eine Art Spiele. Das ist schlecht. Ich sterbe da, das ist schlecht. So, wo ist denn hier der? Warte, hier. Ja, da war der. So, das ist zu schnell. Das Gebäude ist fertig. Okay, Oder Rüstkammer ist zu weit. So. So, wir nehmen das ein. Ja, die Hobbits sind nice am Anfang, aber sie werden schnell schwächer. So, bauen wir das mal aus. Ich habe immer noch Angst, dass er irgendwann mit Reitern kommt. Ja, die Hobbits machen es halt nicht. Die reißen es jetzt so nicht mehr raus. Die waren am Anfang gut. Jetzt sind sie es nicht mehr. Ja, die Armbrustschützen sind schon stark. Die sind schon sehr stark. Also die Hobbits waren schon gut. Vielleicht Fokusfeier die jetzt ein bisschen. Da sind sie, die Blödreiter. Wusste ich's doch. Ich zieh mich jetzt nochmal zurück. Ab jetzt gibt's dann Berserker. Arbeitet an eurer Einstellung! Schiffe kann man auch bauen. Das ist kein guter Platz! Ja, irgendwo da mit der Platz. Okay, da kann man nicht raus. Was sollen wir tun? Er macht was. Okay. Er hat viel zu tun. Oh, das tat weh. Ich hol mir einen neuen Helden. Saruman, den hol ich mir gleich. Wenn ich das Geld habe. Sobald noch ich das Geld Gebäude habe. Ich glaube, ich kann die Armee ein bisschen zurück. Ich glaube, das geht. Erst hol ich mir Saruman. Das ist jetzt schon mal das Wichtigste für mich. Unbedingt Saruman haben. So, wo sind deine Reiter? Ich weiß, die kommen hier. Ja, ja. Ich muss echt auf seine Reiter aufpassen. Das ist zerstört. Ich habe hier nur Armbrustschützen, deswegen ziehe ich die jetzt erstmal zurück. Ich beobachte euch. Okay. Sie bombardieren uns!
den Helm? Doch, da ist er. So, den Fokus ich jetzt. So, ab jetzt gibt's dann Upgrades. Ist er jetzt tot? Ich sehe ihn nicht. Oh, da hinten ist noch ein Halbling. Schafft er das? Kommt er da durch? Lutz wird sterben. Das werde ich so nicht verfolgen. Okay, ich ziehe mich jetzt erstmal ein bisschen zurück. Der Trade war gut für ihn. Lutz passt. What? Oh nein, das ist sehr teuer. Ah, ich dachte, er wäre noch nicht so weit vorne im Schädenkleister. Jetzt schaut es sehr düster für mich aus, muss ich verstehen. Die schweren Rüstungen sind das tat weh. Das tat sehr weh. Okay, das tat wirklich weh. Aber ich hab nicht mehr so viel von der Karte. Die Urus und ihre Waffenrüste sind bereit. Ah, das ist jetzt echt gut. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Ja, das ist teuer. Das war sehr teuer. Okay, das Gebäude zerstöre ich. Ich hätte so gern Feuerpfeile, ganz im Ernst. Ich brauche auf jeden Fall Lutz wieder. So, der will hier kiten. Gibt's aber nicht bei mir. Ich guck jetzt nur hier hin. Ne? Ja, genau. So, können wir den Fokus? Können wir das machen? Oh ja, den Fokus ist gut, der ist tot. Oder? Muss doch sterben. Ich weiß es nicht. Okay, super gut aus. Dass der das überlebt, ist schon gut. Also, das ist gut für ihn, aber. Sehr krass. Er spielt aber sehr schön. Das ist ein guter Kampf. Also nicht auf Zwerge zu gehen, hat auf jeden Fall bei dir richtig gut geschaut. So, Halte stirbt. Schon sehr schön. Ja, Halte ist tot. Der stirbt jetzt. Wenn er nicht aufpasst, verliert er den Dorfhügel. Paar müssen auf die Hobbits gehen. Der Lutz sollte hier nicht hinterher rennen. So. Das neue Gebäude ist fertig. Wir müssen verhindern, dass sie das Gebäude einnehmen. Oh je, hier ist Reiter. Hier ist Reiter. Oh je. Oh je. Oh je. Ja, blöd. Okay, ich zieh mich nochmal zurück, weil. Läuft gerade nicht so gut. Nein, was ist denn da? Ab jetzt. Hier gibt es immer Arbeit. Einige Uhrungsbeeren sind zu Tode gestiegen. So leicht werden sie mir haben viel zu tun. Weiter! So, was ich schon längst bauen wollte, war dieses Upgrade hier. Weil das lohnt sich auf Dauer. Ah, ja, bitte erstmal. Niemand stellt sich uns in den Weg. Sie greifen die Schädel an. Okay. Einer der Schmelzhöfen wird angegriffen. Wir brauchen mehr Rohstoffe. So, kann man das alles nieder? Ja. Können wir das tun, bitte? Ja. Komm zu mir,
Treibstoff an! Verschont niemanden! Dies ist schon nicht schlecht. Ich beobachte euch. Ich hab Angst. Habe ich jetzt endlich dann die Feuerpfeile? Das neue Gebäude ist fertig! Okay, wenn wir jetzt Base racen, dann wird's natürlich ganz bescheiden. Warte mal, ich krieg doch hier irgendwas Nützliches, oder? Ja. Oh, kommt schon. Wie nützlich das sein wird. So. Das war gut, wie ich sag. Das ist nicht so gut. Ruhe! Da war ich da. Was ist da? Hör mal den. Zu mir, meine Diener. Ja, wo will er denn da hin? Wo will er denn da hin? Unsere Zeit ist gekommen. Nichts kann die weiße Hand aufhalten. Okay. Bewegung, Urukai! Der ist tot, oder? Lebt eure Waffe! Der lebt. Ernsthaft? Krass. Was ist gut? Hat der mir zwei Baumeister gefunden? Ja, den. Ja, vielleicht auch der. Das könnte gut sein. Ihr macht, was ich sage. Das könnte sogar sehr gut sein. Boah, der macht nicht gut. Okay, hier gibt's Geld. Okay, jetzt ist er tot. Oder? Ja, ist tot. Tot ist gut. Okay, ich muss unbedingt Zeugs ausbauen. Ich hab eine Menge Geld. Eine neue Macht. So. Und dann rennen wir rüber. Ich habe jetzt genug. Ich bin jetzt ausgerüstet. Ich bin stark. Da kann ich jetzt rüber rennen. Ihr macht, was ich sage. Ich brauche mehr Platzträger. Ich muss halt auch seine Reiter aufpassen. Die Reiter zu machen. Die haben schon so lange. Mach das auf, wenn Schütze hätte. Okay. Das ist natürlich mega geil. Wir Base Train. Kann man machen. Niemand kann uns trotzen. So. Ja, wir Base Train jetzt halt. Ist halt so. Kann man nicht ändern. Da wird jetzt alles zerstört. So, ja, Base Train. Ist jetzt nicht super. Aber. Das wird dich nicht retten. So, dann haut ab. Er sollte überleben. Mach den Weg frei. Oh, nein, nicht der Tom! Oh mein Gott! Kann ich da irgendwas gegen machen? Ja, nee, kann ich nicht, weil ich bin. Alter, also, er hat sehr nice gespielt, muss ich sagen. Boah. Das Auge beobachtet ja sehr nice. Ich weiß nicht, ob ich das noch hinkriege. So, der ist tot, das ist gut. Ah, haben wir alles geschafft. Okay, schönes Spiel. Aber es war ein gutes Spiel. Das ist. Das war wenigstens ein gutes Spiel. Das ist, damit kann ich was anfangen. Weil dieses Zwergengedings war. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich es krass verloren habe. Er hat halt immer schön links, rechts, links, rechts. Da hätte ich mich besser aufteilen müssen. Die Hobbits waren gut. Vielleicht hatte ich zu wenig Produktion. Die Elben haben, glaube ich, ein bisschen mehr Reichweite. Ich hatte die. Ja, ich war zu geklumpt. Er hat dann alle Baumeister getötet. Ich hätte mich halt mehr verteidigen müssen.
Irgendwann hat er mich geknackt, da habe ich zu viel Land verloren. Aber es war gut gemacht. Schon sehr gut. Wow. Er hat sich immer richtig zurückgezogen, wenn er es musste. Das war sehr gut. Ich glaube, wir werden den Community Clash nie abschließen. Glaube ich nicht. Aber okay, damit sind wir fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie immer, einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.